Westliche Bildung ist verboten. In etwa das bedeutet der Name Boko Haram und der gehört einer afrikanischen Terrorgruppe, die seit Jahren im Nordosten Nigerias Krieg für einen islamischen Staat führt. Wenn ihr jetzt an die Terrorgruppe Islamischer Staat denkt, jeps, den hat der Boko Haram-Chef auch gerade am 7. März seine Treue geschworen und der IS hat den Schwur angenommen. Neben tausenden Toten im Jahr 2015 bisher, durch zum Beispiel Anschläge auf Schulen oder Kirchen, sorgt auch die Entführung von 200 Schülerinnen 2014 für Entsetzen, die gekidnappt wurden, um sie als Sklavinnen zu halten. Bis heute konnten sie nicht befreit werden, im Gegenteil. Diesen März entführte Boko Haram ca. 350 weitere Frauen und Kinder aus Damasak in Nigeria. Der Plan der Terrorkämpfer, in Nordnigeria eine staatliche Kontrolle durch Mord und Brandschatzung zu errichten. Politikforscher fordern nun einen eigenen Fokus auf von Dschihadisten terrorisierte Länder in Afrika und eigene Lösungsansätze pro Land. Industrie 4.0 beschreibt den wachsenden Einsatz von Software und Robotern in Fabriken. Durch Kommunikation zwischen den Maschinen soll die Produktivität gesteigert und individuelle Fertigung möglich werden. Die wachsende Digitalisierung soll laut einer Studie in den nächsten 10 Jahren knapp 400.000 neue Jobs hervorbringen. Moment, Menschen durch Maschinen zu ersetzen soll Arbeitskräfte schaffen? Tatsächlich sind fast 50% der Jobs auf dem US-Arbeitsmarkt laut einer Oxford-Studie durch Computerisierung bedroht. Ähnliche Ergebnisse gibt es für Deutschland. Gewerkschaften mahnen, Beschäftigte müssten künftig gezielter ausgebildet werden. Na klar, die Maschinen müssen ja auch gebaut, gewartet und programmiert werden, wo dann wiederum neue Jobs entstehen. Aber wie seht ihr das mit der Digitalisierung? Meint ihr, es geht uns dadurch besser oder machen wir uns selbst überflüssig? Schreibt mir eure Sicht der Dinge in die Kommentare. Unsere Newsnummer ist die 6. Denn 6 Jahre Zeit hatte Deutschland, um 4.700 Naturschutzgebiete auszuweisen und hat dabei kläglich gefailt. Die EU-Kommission droht Deutschland nun mit einer Klage vom Europäischen Gerichtshof. Hintergrund ist folgender. Um die Tier- und Pflanzenwelt in Europa zu schützen, waren alle EU-Mitgliedstaaten aufgerufen, innerhalb von 6 Jahren diverse Schutzgebiete auszuweisen. 2010 lief diese Frist ab und in Deutschland fehlen noch nahezu 2.800 von 4.700 Schutzgebieten. Nun drohen Bußgelder. Die Bundesrepublik will die Versäumnisse zwar beseitigen, sich dafür aber noch bis 2022 Zeit lassen. Was haltet ihr davon, dass es in Deutschland beim Naturschutz anscheinend nicht ganz so genau genommen wird? Eure Meinung ab in die Kommentare. Genug Hirnfraß für heute. Wir sehen uns nächste Woche zum Nachschlag wieder und hier findet ihr bis dahin noch 2 richtig coole Videos von mir. Zombie Boys wieder friedlich, Prädikat, Brain Fat.